Ja, hallo Kinder. Genug mit eurem Nintendo gespielt. Jetzt machen wir Mathematik. Und zwar geht es um den größten gemeinsamen Teiler. Was brauche ich dazu? Ich brauche die Teilbarkeitsregeln und ich brauche die Primzahlen. Ich hoffe, ihr wisst sie schon alle. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 und so weiter. Die sollten wir auf jeden Fall wissen. Gut, zu unserem Beispiel. Wir wollen den größten gemeinsamen Teiler von 24 und 60 ermitteln. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Erstens, ich schreibe mir einfach alle Teiler auf. Sieht dann genau so aus. Und dann suche ich mir einfach den größten gemeinsamen Teiler hier heraus. Das ist aber sehr umständlich bei größeren Zahlen. Deswegen gibt es noch eine andere Methode, und zwar die Primfaktorzerlegung. Du nimmst dir die Zahl 24 und zerlegst sie in Primfaktoren durch 2, 12, wieder durch 2, ist 6, durch 2, ist 3, durch 3, ist 1. Das heißt, die Zahl 24 besteht aus folgenden Primfaktoren. 2 mal 2 mal 2 mal 3. Anschließend die zweite Zahl, 60. Wir zerlegen wieder durch 2, ergibt 30. Durch 2 ergibt 15. Durch 3 ergibt 5. 5, 1. Nächster Schritt. Wir müssen die gemeinsamen Primfaktoren einkreisen. Das heißt, hier habe ich eine 2, hier habe ich eine 2. Die schreibe ich auf. Dann sehe ich hier nochmal zwei gemeinsame, 2 und 2, das heißt mal 2. Und dann sehe ich noch eine 3. Einkreisen, einkreisen, mal 3. 2 mal 2 ist 4, mal 3 ist 12. Das heißt, der größte gemeinsame Teiler von 24 und 60 ist 12. Gut. Nächstes Beispiel. Der gemeinsame Teiler von 8 und 10. Den finden wir ganz schnell. 1, 10, 2, 5, 5. 1. Wir kreisen wieder ein, das heißt eine 2 und hier ist es vollkommen egal, welche 2 ich auswähle, ich nehme jetzt die und ich schreibe hier hin 2. Haben sie noch was gemeinsam? Nein, das heißt der größte gemeinsame Teiler von 8 und 10 ist 2. Wie schaut das jetzt aus, wenn ich 14 und 13 habe? Ich zerlege 14, habe hier 2, 7, ich zerlege 13, das ist eine Primzahl, 13, die haben keine gemeinsamen Primfaktoren, das heißt, sie sind teilerfremd. Der einzige Teiler, den sie gemeinsam haben, ist die 1. Okay, kommen wir zur Hausübung. Du machst diese Hausübung in dein Hausübungsheft. Am besten du drückst jetzt auf Pause. Wir sehen uns dann wieder in der Schule.